Ich fand, wir haben heute zwar nicht immer guten Fußball gespielt, aber ich glaube den effektivsten heute. Wir haben in den wichtigen Sekunden meistens die Treffer gelandet und ja, das war halt das Wichtigste heute. Also insgesamt fand ich das Turnier sehr, sehr gut. Also es war sportlich sehr, sehr gut. Es waren alles interessante Partien. Es gab kein einziges 0-0. Man kann also von Budenzauber sprechen. Insgesamt hatten wir in der einen Gruppe fast jedes Spiel mit 3 Toren gewonnen. In der zweiten Gruppe alle mit 2 Toren gewonnen. Es gab keine groben Verletzungen. Das ist ja auch mal wichtig, weil ja zunehmend die Spieler darauf verzichten auf Hallenturniere, weil sie Angst haben vor Verletzungen. Also in dem Hinsicht bin ich sehr zufrieden. Es wurde von den Zuschauern angenommen. Also grundsätzlich bin ich zufrieden. Das ist eine Riesenmotivation. Ich glaube, dass wir den Glauben heute auf unserer Seite hatten. Wir haben immer daran geglaubt, das Spiel zu gewinnen und das Turnier natürlich gewinnen zu können. Und ich glaube, als Oberligist, unsere Qualität spielt auch eine große Rolle, dass wir uns durchgekämpft haben heute hier. Ja, das dritte Mal in Folge, da wird man natürlich immer nervöser. Auch natürlich steigt natürlich auch der Druck. Und wenn ich mich richtig erinnere, war es auch jetzt dreimal gegen Meindorf, wo wir jetzt gespielt haben. Zweimal im Elfmeterschießen waren also immer sehr knappe Partien, was auch wiederum dafür spricht, dass es auch ein gutes Leistungsniveau hier ist. Ich bin happy, sehr, sehr happy. Klar, natürlich. Jetzt erstmal die paar Tage jetzt, würde ich sagen, da gibt es natürlich einen Schub, gerade wenn man so ein geiles Hallenturnier gewinnt. Macht natürlich immer Laune. Wie gesagt, es sind jetzt heute nicht alle da. Ist immer was anderes, aber natürlich ein bisschen Schub gibt es, morgen erstmal den anderen zu erzählen, dass man hier den ersten Platz gemacht hat, obwohl die anderen nicht dabei waren. Und ja, also das war's. Ja, natürlich. Also auch wir wollen nächstes Jahr wieder dabei sein, auch der Verein möchte wieder dabei sein und es wird auch nächstes Jahr wieder die Tradition fortgesetzt werden mit dem Volksbank Cup.